Ach ja, so ein Elbenschwert an der Wand ist schon echt schick, hätte ich auch gerne. Aber es haben ja viele Leute das Problem, dass sie gar nicht den Platz zu Hause haben, um sowas dahin zu hängen oder einen Partner, der das erlaubt. Und was machen diese Leute? Ich habe eine Lösung. Sie holen sich zum Beispiel Orchrist als Brieföffner. Orchrist als Brieföffner. Halt, Krebs. Das kleine Orchrist ist dem Filmoriginal exakt nachempfunden. Das heißt, hier wie dort bekommt ihr die wunderschöne geschwungene Klinge, die mystischen Runen und natürlich den richtig schicken Griff. Ansonsten ist das Ganze sehr liebevoll und detailreich gearbeitet und besteht aus Edelstahl. Ist also wirklich ein hochwertiges Teil. Von der Größe her ist das so typisch Brieföffner. Das heißt, so 20,5 cm ist es lang, also in etwa so lang wie meine Hand, ein bisschen länger. Ist eine blöde Maßeinheit, ich weiß, aber einmal Tims Hand ist ein Orchrist-Brieföffner. Richtig. Geliefert wird das Orchrist in dieser wunderschönen Holzbox. Da ist es einmal gut vor Staub geschützt und natürlich kann man es auch sehr gut präsentieren, zum Beispiel auf dem Schreibtisch oder in einem Regal. Was ich persönlich sehr toll finde, ist, dass die Box nochmal gut aufgewertet wird, dadurch, dass einfach hier unten nochmal der Name Orchrist in goldener Schrift steht. Sieht doch sehr schick aus. Kommen wir mal zu der Frage, wer braucht eigentlich so ein episches Schwert wie Orchrist als Brieföffner, Herrgott? Weil eigentlich braucht ja niemand wirklich einen Brieföffner, kriegt man ja auch so auf. Und das ist eine gute Frage, ich sehe das nämlich eigentlich eher bei Sammlern und Liebhabern, die ihr Hobby oder ihre Leidenschaft einfach auf eine besonders originelle Art und Weise ein bisschen zur Schau stellen möchten. Also ich sehe das auf einem Schreibtisch oder auch in einem Regal, da kann man auch super die Kollegen neidisch machen. Also beim Schreibtisch, nicht beim Regal. Das soll aber nicht heißen, dass man Orchrist nicht auch benutzen könnte, um Briefe aufzumachen. Testsubjekt Nummer 1. Du musst jetzt leider sterben. Ein hochwertiges und schönes Sammlerstück und natürlich auch eine prima Geschenkidee. Und damit sich jetzt natürlich die anderen Käufer nicht irgendwie betrogen fühlen, auch mit dem großen Orchrist kann man Briefe aufmachen.